Können Sie sich vorstellen, einen ganzen Monat lang unbezahlt zu arbeiten? Ja, diese Männer hier, die ackern 30 Tage in einer Goldmine unter härtesten Bedingungen ohne Bezahlung. Dafür können sie allerdings auch alles behalten, was sie am 31. Tag finden. Wir wollten mal wissen, ob sich die härteste Lotterie der Welt lohnt und falls ja, für wen. Ein Tag pro Monat, der alles verändern kann. Der Weg dorthin, hart, schweißtreibend und noch dazu unbezahlt. Wir sind alle auf das Gold angewiesen. Ich habe 6 Kinder zu ernähren. Aber nicht nur der Einsatz ist hoch, auch der Preis, den sie gewinnen können. Ein unbeschwertes Leben. Als ich in der Mine anfing, hätte ich nie gedacht, dass ich mal einen ganzen Hof besitze. Zwei unterschiedliche Welten, die doch voneinander abhängen. Wir reisen nach Peru in die Minenstadt La Rinconada. Was genau steckt hinter dem glücksspielähnlichen System? Um die höchste Stadt der Welt zu erreichen, muss unser Team auf 5300 Höhenmeter. Das ist etwa so hoch wie das Basislager des Mount Everest. Hier oben herrscht ein geringer Luftdruck. Unser Team geht im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Aus Sicherheitsgründen akklimatisieren wir uns 2 Tage lang auf halber Höhe. So gewöhnt sich der Körper langsam an die neuen Umstände. Aber eben nur langsam. Ich finde, langsam merkt man es auch schon. Also das Einatmen fällt immer schwerer, obwohl wir uns jetzt bisher noch nicht so angestrengt haben und einfach nur im Auto saßen. Je höher wir kommen, desto unwirklicher wird die Landschaft. Die Temperatur sinkt auf minus 5 Grad. Und da ist er, Rinconada, der Ort der Hoffnung. Die Arbeiter, die hierher kommen, hoffen innerhalb eines Monats ihr Glück zu finden. Heute ist der sogenannte Zahltag, heißt, sie haben 30 Tage ohne Lohn gearbeitet. Dafür dürfen sie alles, was sie heute in der Goldmine finden, behalten. Ihre einzige Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Dann hört die Straße auf. Wir kommen nur noch zu Fuß voran. Der Luftdruck ist mittlerweile so niedrig, dass Ärzte eigentlich eine künstliche Sauerstoffbeatmung empfehlen. Also, je mehr man sich zu Fuß bewegt, desto anstrengender wird es einfach. Jeder Schritt ist für uns eine Herausforderung. Die Bergarbeiter dagegen sind an die dünne Luft gewöhnt. Einige warten schon seit Jahrzehnten auf den großen Coup, wie der 46-jährige Fortunato. Er arbeitet seit 22 Jahren in der Goldmine. Sein Name bedeutet der, der das Glück anzieht. Doch in der Goldmine hat es für ihn noch nicht geklappt. Hier wohnt er mit einem Kollegen. Seine Frau und seine 2 Kinder leben im Regenwald, kilometerweit von ihm entfernt. Meine Familie unterstützt meine Arbeit hier sehr. Wir sind auf das Gold angewiesen. Der Zahltag ist meine einzige Chance, etwas Kapital anzusparen und uns vielleicht mal ein besseres Leben zu ermöglichen. Unser Traum ist, eines Tages in eine Stadt zu ziehen. Vielleicht klappt es ja heute. Seine Lebensversicherung, die Ausrüstung. Die hat er jahrelang von seinem geringen Verdienst beim Minenunternehmer abgestottert. Kurz das Licht testen. Das Licht funktioniert. Alles gut. Los geht's zur Mine. In seiner Schicht hat er jetzt 8 Stunden Zeit, um sein Leben zu verändern. Alles Gold, was er heute findet, gehört ihm und seiner Familie. Ein Freund von mir, Jaime, hat mal ein ganzes Kilo gefunden. Er hat sich davon mehrere Autos und ein Haus gekauft. Er lebt jetzt ein sehr gutes Leben. Genau das ist auch mein Traum. Es passiert hier nicht oft, aber ich weiß, dass es grundsätzlich möglich ist. Für alle Minenarbeiter ist heute Zahltag. Es geht um einen ganzen Monatslohn und alle haben nur diese eine Chance. Im historischen Goldbusiness gibt es einiges zu holen.
In ganz Peru wurden letztes Jahr 150 Tonnen Gold gewonnen. Damit ist Peru der größte Goldexporteur Südamerikas. Fast zwei Drittel der Exporterlöse stammen aus dieser Region. Zwischen 8.000 und 12.000 Bergleute arbeiten in den Minen. Insgesamt bieten um die 450 Minenunternehmer Arbeitsplätze an. Ein Riesengeschäft, zumindest für die Arbeitgeber. Die Minenarbeiter ackern im Schichtbetrieb, 3 8-Stunden-Schichten pro Tag. Pro Höhle sucht Fortunato mit 30 bis 50 Arbeitern nach dem großen Glück. Ihre einzige Hilfe in den dunklen Höhlen, spärliche Kopflichter. Hallo Leute, wie geht's? Zu Beginn jeder Schicht ihr wichtigstes Ritual. Coca-Blätter kauen. Die sollen gegen Symptome der Höhenkrankheit helfen. Wir alle müssen diese Blätter kauen, um die harte Arbeit besser auszuhalten. Sie geben uns Kraft und beschützen uns. Aufputschende Coca-Blätter. Bei uns fallen sie unter das Betäubungsmittelgesetz. Hier gehören sie zum Alltag. Zu einem gefährlichen Alltag. In der Mine schmelzen die vereisten Wände. Es kommt zu Erdrutschen. Der Standard der Sicherheitsvorkehrungen ist hier sehr niedrig. Bleibt an der Seite und fasst die Kabel nicht an. Da ist Strom drauf. Ihre Arbeitsschritte sind simpel. Das Motto: auf die Steine, fertig, los. Wo und in welchem Stein sich das Gold versteckt, weiß keiner. Einzige Möglichkeit: Sie suchen jeden einzelnen Brocken mit bloßen Händen nach glänzenden Stellen ab. Diebstahlkontrollen außerhalb der Zahltage gibt es übrigens nicht. Angeblich läuft alles auf Vertrauensbasis. In dieser Mine gibt es immer weniger Gold. Bald gibt es vielleicht gar nichts mehr. Deshalb müssen wir uns anstrengen. Wir bräuchten eigentlich neue Höhlen. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Meist finden wir nur noch ganz wenig. Wir sind aber alle auf das Gold angewiesen. Ich habe 6 Kinder zu ernähren. 3 Mädchen und 3 Jungs. Im Rotationsprinzip werden die Höhlen bearbeitet. Fortunato und seine Kollegen hoffen, das zu erreichen, was nur wenige vor ihnen geschafft haben. Wir besuchen einen dieser Glückspilze. Jon lebt seit 2 Jahren mit seiner Familie in der Nähe des Titicacasees. Ein halbes Kilogramm Gold hat sein Leben völlig verändert. Umgerechnet sind das etwa 10.000 Euro. 6 Jahre hat es gedauert. Mittlerweile hat er einen ganzen Hof mit eigenem Vieh, Auto und genug Platz für seine Eltern, Frau und Kind. Er ist sein eigener Chef, behält alles, was er erwirtschaftet, selbst und lebt in einer sicheren Gegend. Für Jon der Hauptgewinn. Am Anfang war ich nur einer von vielen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen ganzen Hof besitze. Früher war es immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit für mich. Jetzt ist das Leben viel einfacher. Als ich das Gold fand, habe ich gut überlegt, was ich damit machen soll. Und konnte mir letztendlich dieses Grundstück leisten. Seitdem Jon die Goldgräberstadt Rinconada verlassen hat, besucht der 26-Jährige das Bergdorf nur selten. Obwohl er so viele Jahre von all dem Reichtum, den er jetzt besitzt, geträumt hat, blickt er mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit in der Mine zurück. Im Vergleich zur Mine ist es hier ein Paradies. Aber es war auch traurig, als wir hierher gezogen sind. Schließlich musste ich mich von Kollegen und Freunden verabschieden. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Aber mein jetziges Leben ist trotzdem viel besser. Jon lebt von Milchviehwirtschaft. Die 5 Kühe und 4 Schafe sind sein ganzer Stolz. So kann er seiner 2-jährigen Tochter eine gute Zukunft bieten. In seinen Augen ist dafür aber nicht allein Glück verantwortlich. Denjenigen, die noch da oben arbeiten, würde ich vor allem raten, spart das, was ihr findet.
Man kann sich Reichtum Stück für Stück zusammensparen und so ein neues Leben beginnen. Wenn man es clever anstellt, kann die Mine alles verändern. So wie bei mir. Sechs Jahre ackern. Die meiste Zeit ohne festen Lohn. Für Jon hat sich der riskante Deal gelohnt. Darauf hofft auch Fortunato. 4 Stunden und noch immer kein Erfolg. Wenn er in den nächsten 4 nichts findet, ist seine Chance auf einen Lohn verspielt. Ich glaube, ich habe was. Das ist Gold. Ob wirklich Gold darin steckt, erfährt er aber erst später. Jetzt packe ich es lieber schnell weg. Das ist mein ganzer Monatslohn. Soll ja nicht verloren gehen oder gleich jeder sehen. Fortunato will so schnell wie möglich herausfinden, wie viel Gold er in den Händen hält. Doch dafür muss er ihn erst aufwendig bearbeiten. Hier in der Goldzubereitungsstätte leiht er sich die nötigen Arbeitsgeräte. Hat er das Große losgezogen? Wie viel ist sein Goldklumpen wert? Wird dieser Goldklumpen Fortunatos Leben verändern? Wie viel Gold aber in seinem Fund steckt, weiß er noch nicht. Dafür muss der Minenarbeiter ihn erst aufwendig bearbeiten. In der Goldzubereitungsstätte. Die Steine, in denen das Gold steckt, wirft Fortunato ins Wasser und gibt einen Becher Quecksilber dazu. So löst er das Gold aus dem Stein. Mit dem großen Klotz malt er dann alles zu einer flüssigen Masse. Hier schaut jeder nur auf sich. Wir kümmern uns nicht um die anderen. Ich will mich nicht ablenken. Noch hat er keine Ahnung, ob sich sein Fund gelohnt hat. Ob in dem Steinbottich unter ihm heute das goldene Ticket zum Glück liegt. Denn zwischen ihm und seinem Traum stehen allerdings noch die harte Arbeit und Gefahren wie das gesundheitsschädliche Quecksilber. Ich weiß, dass das Quecksilber nicht sehr gut ist für die Gesundheit. Man sollte eigentlich Handschuhe tragen. In modernen Goldverarbeitungsstätten gibt es schonendere Verfahren. Bei den einfachen Mitteln hier oben gehören Handschuhe leider nicht zur Standardausrüstung. Das Gemisch aus Wasser, Quecksilber und Gold nimmt Fortunato mit zu einem Spülbecken. Da sich Quecksilber und Gold miteinander verbinden und schwerer als Wasser sind, kann er alles Überflüssige wegspülen. Nach dem Auswringen bleibt eine reine Gold-Quecksilber-Verbindung übrig. So viel Arbeit für so einen kleinen Klumpen. Wie viel Gold genau für Fortunato drin steckt, erfährt er in den nächsten Minuten bei den örtlichen Goldhändlern. Für das Quecksilber, das er genutzt hat, zahlt er ca. 10 Cent. Während er auf dem für ihn wichtigsten Weg des Monats ist, denkt er nur an seine Familie. Wir entdecken die ersten Kollegen am Feierabend. Außer der Goldarbeit gibt es hier keine Beschäftigung. Das wenige Geld, das sie verdienen, verschwenden viele. Das will Fortunato auf keinen Fall. Bei Goldhändlerin Betty hofft er auf einen guten Wechselkurs. Sie hat die schwere Aufgabe, den Arbeitern die wichtigste Nachricht des Tages zu überbringen. Hat es sich gelohnt? Manche Minenarbeiter finden einen richtigen Batzen. Aber das habe ich während meiner Arbeit hier nur selten erlebt. Dazu gehört viel Glück. Wie viel Glück Fortunato heute hat, weiß er, sobald Betty die Mischung auf 360 Grad Celsius erhitzt. Dabei verdampft das Quecksilber und übrig bleibt pures Gold. Bei Fortunato sind es heute genau 0,8 Gramm, umgerechnet ca. 20 Euro. Der Lohn für einen ganzen Monat. Das war jetzt heute leider nicht so viel. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das nächste Mal wird es bestimmt wieder mehr. Ich kann das wieder aufholen. Naja,
Ja, ja, ciao. Ciao. Ein bisschen enttäuscht ist Fortunato schon. Allerdings kann er seine Familie mit 20 Euro einen weiteren Monat durchbringen. Ein durchschnittlicher Fund. Aber genug dafür, es im nächsten Monat wieder zu versuchen. Sein Traum bleibt: einmal einen Riesenklumpen finden, der alles verändert.